Der Mond wird sich vor die Sonne schieben, aber sicherlich nicht Rapid vor Galatasaray Istanbul. Das hat gestern der türkische Trainer Fatih Terim bei der Pressekonferenz gesagt. Damit begrüße ich Sie recht herzlich aus dem Happelstadion. Das beweist schon, wie sehr Galatasaray vor Selbstvertrauen strotzt. Und das beweist auch, dass das heutige Spiel gegen die Türken wahrlich kein Honiglecken sein wird. Ernst Dokubil, Rapid heute der krasse Außenseiter. Ja, so ist es nicht. Das muss schon einmal gespielt werden. Ich muss sagen, die Türken haben eine gute Mannschaft. Vielleicht sind wir auch ein bisschen der Außenseiter. Aber Rapid hat schon öfter im Europapokal bewiesen, dass sie steigerungsfähig ist, die Mannschaft. Und ein bisschen Spielglück, das man eben immer braucht, einen günstigen Spielverlauf. Und dann bin ich mir schon nicht mehr so sicher, dass die Türken aufsteigen. Co-Trainer Peter Persidis, der ein bisschen spioniert hat bei den Türken, hat gemeint, die Türken haben sicherlich die besseren Einzelspieler, aber Rapid das bessere Kollektiv. Was ist denn da wichtiger eigentlich jetzt? Naja, es ist so, dass in den Heimspielen sicherlich die Individualisten gefordert sind. Das heißt, wenn die Türken zu Hause spielen, da wird es schon sehr schwer dagegen zu halten. Aber in dem Auswärtsspiel, da sind nicht die Techniker gefordert, sondern die Spieler, die kämpfen. Und ich weiß nicht, ob sie genug haben, die so kämpfen können, dass sie unsere Mannschaft heute aufhalten. Stichwort Techniker, Spielgestalter. Spielt er oder spielt er nicht, Dejan Savicevic? Nein, er wird leider nicht spielen. Er hat eine Sehnenansatzentzündung, die sehr schmerzhaft ist und die muss man einfach aushalten. Also er sitzt da nicht einmal auf der Bank. Es gibt eine kleine Umstellung in der Mannschaft, Zingler statt Wettel. Warum das? Ja, in den letzten Spielen hat sich der Arnold Wettel sehr schwer getan und Tommy Zingler ist nach seiner Verletzung wieder voll fit und ich glaube, er hat sich eine Chance verdient. In Graz wartet nach wie vor Hannes Katnik, der Sturmpräsident, ja, der Hans Hubert gemeint hat, gegenseitiges Glück wünschen. Sind eigentlich die Streitereien jetzt alle beigelegt? An und für sich haben wir nicht gestritten. Es war für uns beide, glaube ich, ein amüsanter Dialog. Und natürlich wünschen wir Sturm alles Gute, genauso wie die uns alles Gute wünschen. Denn es ist irrsinnig wichtig für Gesamtösterreich, dass wir punkten und dass wir für die Fünfjahreswertung Punkte machen. Und wenn es geht, in die Champions League natürlich aufsteigen, das wäre ideal. Herr Katnik, haben Sie auch einen Gruß nach Wien? Naja, ich wünsche Rapid natürlich alles Gute. Hier darf man natürlich nicht denken, neidisch denken, wie viele Bundesländerclubs das machen, dass sie einfach immer gegen Wien sind. In dieser Richtung muss ich wirklich einmal sagen, denkt österreichisch, wir brauchen die Punkte. Druckt auch für die Rapidler, die Damen, denn wer weiß, ob nicht in Tirol nächstes Jahr die Punkte gebraucht werden für die Qualifikation. Und es wäre dumm, wenn man da jetzt gegen einen österreichischen Verein immer wieder Stimmung macht und gegeneinander geht. Es ist, im Europacup müssen wir gemeinsam sein, wir sind es auch beim Nationalteam. Also wir brauchen die Punkte und deswegen soll es für uns halten, alle miteinander. Und nicht immer diese Misskundgebungen gegen Rapid oder gegen Sturm. Das ist, die Fans sollen da ein bisschen vernünftiger werden. Jetzt frage ich mal, beide werden heute die leichtere Aufgabe. Ich denke mir, Sturm hat ein bisschen die leichtere Aufgabe, aber was soll's, wir müssen auch drüber kommen, damit zwei dabei sind. So kenne ich dich gar nicht, Hannes. Alles klar, danke schön und alles Gute auch nach Graz. Zum Abschluss noch, Herr Dokubil, wenn wir schon geredet haben über die Sonnenfinsternis, wurden die Mannschaft heute dieses Naturspektakel miterlebt? Ja, in der Kasernierung in Brunn, aber ich glaube, sie haben geschlafen. Alles klar. Dankeschön, Ernst Dokubil, alles Gute. Ja, er spielt also heute leider nicht Dejan Savicevic, das Hirn von Rapid, der mit seinen Genieblitzen in den letzten Bundesliga-Runden einiges für Rapid getan hat und auch in der zweiten Qualifikationsrunde gegen La Valletta. Es ist wärmer schade, nicht nur für das Spielfeld, für die Mitspieler, für Rapid an sich, sondern natürlich auch für die Zuschauer. Denn eines ist klar, mit dem Montenegriner hat irgendwie die große Fußballwelt Einzug gehalten in Hütteldorf. Ich bin aus Zbogpoga, weil Rapid jedan od najboljih austrijskih klubova. Ich hatte einige Angebote von anderen Clubs, bin aber dennoch nach Wien gekommen. Der Grund? Rapid ist eine der erfolgreichsten österreichischen Mannschaften. Rapid hat eine lange Tradition und hohe Ambitionen und hat die meisten Titel in Österreich gewonnen. Die ersten paar Tage habe ich mich hier in Wien schon geärgert. Nämlich, weil die Wiener ein bisschen zu langsam Auto fahren.
aber mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt. Was die Stadt selbst betrifft, Wien hat viel mehr Grün als Mailand, obwohl auch Mailand eine Weltstadt ist. Aber ich glaube, Wien ist schon um eine Spur schöner als Mailand. Vor fast 20 Jahren, nämlich 1981, habe ich in meiner Heimatstadt Titograd in Montenegro angefangen, Fußball zu spielen. Die Situation in Jugoslawien hat in meiner Fußballerkarriere ein großes Vakuum hinterlassen. Ich bemühe mich, so viel ich kann, meinen Freunden und Verwandten zu helfen, die finanzielle und allgemeine Krise in Jugoslawien zu überstehen. Meine Familie, die ist in Jugoslawien geblieben. Ich wollte, dass mein Sohn weiter in Jugoslawien in die Schule geht. Damals hat er mit der Volksschule in Jugoslawien angefangen und musste dann aber die Schule 3 Jahre lang in Italien fortsetzen. Jetzt wollte ich es ihm ersparen, noch einmal woanders anzufangen. Jetzt ist er hier bei mir zu Besuch. Ich lerne schon eifrig Deutsch, aber es ist sehr schwer. Ich bemühe mich, Deutsch zu beherrschen, aber es ist sehr, sehr mühsam. Bis auf die wenigen Sprachprobleme, die es gibt, er spricht eben nur Italienisch bei uns, ist das ein bisschen schwierig, aber sonst ist er ein ganz lässiger Typ und wir haben Freude mit ihm. Ich bin von allen hier bei Rapid toll aufgenommen worden, sowohl vom Publikum als auch von den Mitspielern, vom Trainer und von der Clubleitung. Alle haben hier sehr viel Verständnis für mich. Natürlich mag ich das Publikum, aber nur im Stadion. Außerhalb brauche ich meine Privatsphäre. Aber ich schätze und respektiere ihre Unterstützung und ihre Liebe zum Club. Dejan Savicevic, zweimal war er bereits Meistercup-Sieger 1991 mit Roter Stern Belgrad und 94 in der Champions League mit dem AC Milan. Ja, vielleicht kann er aber dennoch wieder mitnaschen mit Rapid heuer am Millionenkuchen Champions League. Das heißt Kuchen, mittlerweile ist die Champions League eine riesige, üppig verzierte Torte geworden, auf 32 Teams aufgestockt. Rapid war schon einmal dabei in der Champions League, 96-97. Galatasaray war im Vorjahr dabei und hat ganz knapp den Aufstieg ins Viertelfinale verpasst. Vielleicht das ist auch ein Mitgrund für die riesige Euphorie, die rund um die türkische Mannschaft herrscht. Sind auch tausende Fans hierher gekommen ins Ernst-Happel-Stadion. Es wird sicherlich auch ein bisschen ein Match werden zwischen den Rapid-Anhängern und den Galatasaray-Anhängern. Ja, und es sind nicht weniger als 60 türkische Journalisten mit dem Verein hierher nach Wien gekommen. Flughafen Wien, Montagnachmittag. Die Stars befinden sich im Anflug, die Hauptakteure in Lauerstellung. Gleich 6 Kameras sind bereit, unvergessliche Bilder von der Ankunft einzufangen. Immerhin warten in der Heimat 13 Fernsehstationen auf diesen bewegenden Moment. Knapp vor 16 Uhr scheint das Schauspiel zu beginnen, doch offensichtlich versagen die Inspizienten. Via Seitenausgang haben die Stars längst den Weg in den klimatisierten Bus gefunden. Doch schließlich gibt es ja noch ihn. Fatih Terim sei Dank. Nun folgen eindrucksvollen Bildern ebensolche Wortspenden. Der erste Akt des Schauspiels ist beendet. Die Dienstreise hat sich gelohnt. Millionen Fernsehzuseher in der Türkei können befriedigt werden. Der zweite Akt, die Pressekonferenz am Dienstagvormittag. Die Spannung steigt und mit ihr die Anzahl der Kameras.
Gleich 7 Objektive sind neuerlich auf den Trainer gerichtet. Die Stars haben sich zurückgezogen. 32 Stunden vor dem Spiel bedarf es schließlich der vollen Konzentration. Der zweite Akt ist absolviert und zugleich fällt der Schlussvorhang. Denn zunächst fallen die wahrhaft stimmungsvollen Bilder vom Training des Gegners der Zensurstelle in Hütteldorf zum Opfer. Und schließlich besinnt sich auch der Mannschaftsbus von Galatasaray unmittelbar vor dem Abschlusstraining bislang unbekannter fußballerischer Qualitäten. Rechts antäuschen und links vorbeigehen. Wir lernen daraus, vielleicht bedarf es ausschließlich der richtigen Inszenierung, um sich auch wirklich interessant zu machen. Schließlich haben 24 Stunden vor dem großen Showdown wahre Stars das Recht auf Wahrung der Intimsphäre. Und tiefere Einblicke bleiben lediglich den wirklich guten Bekannten vorbehalten. Ja, und der Teamchef ist jetzt bei mir. Herzlich willkommen, Otto Baric. Sie haben sich gestern das Training angeschaut, waren auch Fenerbahçe-Trainer kennen, also den türkischen Fußball. Beschreiben Sie uns ein bisschen die Mannschaft Galatasaray. Ja, ich bin sehr gut mit Galatasaray, kenne sehr gut Trainer von Galatasaray. Das ist absolut eine Top-Mannschaft. Sind zwei beste Mannschaften in der Türkei, Galatasaray und Fenerbahçe. Und Galatasaray ist Nobelclub. Und momentan schon 3 Jahre beste Mannschaft in der Türkei. Heißt das, Galatasaray ist Favorit? Ja, will ich nicht sagen Favorit, aber Chancen sind ungefähr 50-50. Ich glaube, dass Rapid hat Chancen. Rapid ist in letzter Zeit immer besser, hat super Abwehr. Ich glaube, wenn sie kassieren nicht Tor, dann ist auch 1-0 ein gutes Resultat. Weil besonders mit Savicevic in Istanbul, glaube ich, Rapid kann schaffen. Wie sehr wird Savicevic heute abgehen? Wette? Savicevic, wie sehr wird er heute abgehen, Rapid? Ja, er wird sicher abgehen, weil in letzter Zeit praktisch hat Rapid gespielt mit einem Superabwehr und Savicevic. Jetzt fehlt dieser Savicevic. Ich hoffe, dass werden andere Spieler sich noch steigern und dass sie werden dann das geben, was ist sehr wichtig für so ein wichtiges Spiel. Noch ein Wort zum Nationalteam. Heute in einer Woche das Auswärtsspiel, das freundschaftliche Länderspiel in Schweden. Die Verletztenliste wird immer länger. Zuletzt hat es auch Andi Herzog erwischt. Schmerzt sie diese Verletzung am meisten von allen? Ja, schmerzt mich von Andi Herzog. Aber mein größtes Problem ist das, dass ich habe vor ungefähr 1,5 Monaten mich entschieden für 22 Spieler für Zukunft. Und jetzt von diesen 22 Spielern sind 7, die sie werden nicht spielen. Das heißt, das ist nicht nur Herzog, ist Neukirchen, ist Gilieder, sind mehrere, viele, wirklich viele. Und das ist natürlich Handicap für mich. Das heutige Spiel gegen Galatasaray muss eine Herzensangelegenheit sein für alle Rapid-Fans, hat Heribert Weber gemeint. Er hat damit Werbung gemacht, hat gesagt, die Fans sollen hierher ins Stadion kommen. Das Stadion ist sehr gut besucht. Es schaut wirklich so aus, als wäre es heute ein wunderbarer Fußballabend. Ich hoffe, es ist auch für Sie daheim eine Herzensangelegenheit. Für einen ist es auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit. Das ist unser heutiger Kommentator, das ist Peter Essner und der wird sich in Kürze melden. Ja, die Spannung hier im Ernst-Happel-Stadion, die ist schon spürbar auf den Rängen. Ganz tolle Stimmung an die 12.000 türkische Fans sind hierher gekommen. Vielleicht sind über 30.000 Zuschauer ins Stadion gekommen. Wir wissen es noch nicht. Und die Neugierde wird immer größer. Wie wird es heute ausgehen? Eines ist klar, sportliche Ergebnisse, positive Resultate werden vor allem im Kopf erzielt. Und da ist ganz wichtig, dass es Rapid heute gelingt, das Selbstvertrauen von Galatasaray Istanbul ein bisschen anzuknacksen. Die Mannschaft liegt in einer aktuellen Weltrangliste an 17. Stelle, Rapid an Stelle 103. Außerdem in den letzten 3 Qualifikationen Galatasaray erfolgreich. Es wird also darauf ankommen, ob man dieses Selbstvertrauen brechen kann, ob man Druck ausüben kann über 90 Minuten. Da dürfte Rapid einen Vorteil haben, da man in der Meisterschaft steht, Galatasaray erst ein Spiel. Und vielleicht hat man auch einen Pluspunkt, was den Torhüter betrifft. Und da sind wir schon bei der Aufstellung von Rapid Wien. Meier im Tor. Dann die gewohnt bis jetzt in der Meisterschaft und im Europacup sichere Abwehr mit Wimmer, Schöttl, Schießwald, Hatz. Und das Mittelfeld, Sie sehen es, Zingler, Tobe, Freund und Lakonikakis. Wobei natürlich hier Tobe und Lakonikakis die Plätze wechseln werden und vielleicht auch Zingler ins Zentrum rücken kann. Es kommt auf die taktischen Aufgaben an, die Heribert Weber seiner Mannschaft mitgegeben hat. Marek Penksa mit René Wagner als Stürmer. Und eines, wenn wir jetzt zur anderen Aufstellung kommen, muss man schon sagen. Fatih Terim hat zwar Selbstvertrauen ausgestrahlt, Rainer Pariasek hat es ja erwähnt. Aber er hat hier Vorsicht walten lassen, was seine Aufstellung betrifft.
denn er hat nicht die gewohnten zwei Sturmspitzen aufgestellt, nämlich Hakan Şükür und Arif, sondern er hat einen Mittelfeldspieler. Sie sehen ihn hier mit der Nummer 8 hineingenommen, einen Routinier mit 32 Jahren, Suat Kaya. Wir haben hier die Vornamen der türkischen Spieler genommen, um sie zu informieren. Es ist so in Brasilien, die Künstlernamen zählen natürlich. Also, Taffarel im Tor, dann die Abwehr mit Fatih, einen Teamspieler, Capone, erstes internationales Match der Brasilianer, der geholt wurde, statt dann Popescu, Hakan, Ünsal, Ümit, Okan, Emre, Hacı, ein sehr spielstarkes Mittelfeld und dann vorne Suat eben und Hakan Şükür, der 1,91 Meter große Stürmer, der Liebling, der Fußballer des Jahres, der Torschützenkönig in der Türkei, auf den natürlich alle zählen. Ich hoffe, er ist kein schlechter Knofel, der Schiedsrichter aus Dänemark, der 38-jährige Bürokaufmann Kim Milton Nilsson. Die Rapidler kennen ihn, er hat Juve gepfiffen 1996 beim 1:1 und die Salzburger werden ihn auch kennen, denn er war Spielleiter bei Casino Salzburg gegen Inter, das 0:1 im Heimspiel. Hat aber auch bei der WM gepfiffen und Sie werden sich erinnern, er hat das Spiel Argentinien-England geleitet, dabei Beckham ausgeschlossen. Ein Spiel, das an Dramatik nicht überbietbar war. Und hier haben wir schon Taffarel, Claudio Taffarel, den 33-jährigen Weltmeister von 94 mit Brasilien. Sie erinnern sich, der Held im Elferschießen gegen Italien. Seine Stationen, langer Weg von Porto Alegre über Parma, Reggiana, dann Atletico Mineiro, also zurück wieder und dann 98 um viel Geld zu Galatasaray geholt. Schiedsrichter Nilsson ist ein Mann, der also keinen Pardon kennt. Ich habe einmal, das war vor Jahren, kann mich nicht mehr erinnern, ein Ländermatch von ihm gesehen, wo Schweden gegen Österreich gespielt hat. Ja, da war er uns nicht ganz gut gesinnt, aber er ist ein Mann, der sehr korrekt und laufstark zu pfeifen versteht. Wollen wir hoffen, dass er nicht wirklich der Knofel ist, als der er in vielen Gazetten beschrieben wurde. Die Rapid-Fans werden heute nicht leicht haben. Sie stehen einer Phalanx von lautstarken und, was die Trommeln betrifft, auch schlagstarken türkischen Fans gegenüber. Man kann sich auch hier schon ausrechnen, was Rapid in 14 Tagen beim Rückspiel im Galatasaray-Stadion an Wirbel, an Lärm, an Stimmung und an Atmosphäre erwartet. Und schauen Sie sich jetzt an, was die Spieler erwartet. Rot, weiß, die Gegenfarben, weiß-grün, der Sektor von Rapid, gelb-rot, die Farben von Galatasaray. Wunderschöne Choreografie. Andy Marek hat sich das wieder einfallen lassen. Ja, und vielleicht geht etwas von dieser Stimmung, von dieser positiven Einstellung auf die Rapid-Mannschaft über. Sie wird es notwendig haben. Wir haben uns gestern das Training angeschaut. Sehr ballsicher, trippelstark, laufstark. Perfektes Kurzpassspiel beim Training, klein-klein, Mann gegen Mann. Möglich aber, dass mit Dauer des Spiels, wenn Rapid 90 Minuten Druck machen kann, dass ein bisschen die Konzentration verloren geht. Und wie gesagt, wie bei allen mediterranen Mannschaften wird es wichtig sein, die Selbstsicherheit von Galatasaray Istanbul ins Wanken zu bringen. Maskottchen sind mit in der Mannschaft der Türken. Legionäre wie Popescu, der bei Barcelona und Tottenham gespielt hat. Hacı, der WM-Star Rumäniens. Und natürlich Taffarel. Und Herbert Weber, der seiner Mannschaft in der Meisterschaft sehr viel Disziplin eingeimpft hat, hat hoffentlich heute auch das richtige Rezept gefunden. Wir haben ein bisschen vorher mit den Spielern geplaudert. Auch Herbert Weber hat gesagt, wir müssen Druck machen. Wir dürfen sie nie auslassen. Und darin liegt aber auch die Gefahr. Wir dürfen nämlich kein Gegentor bekommen, oder? Wir müssen alles versuchen, um ein Gegentor, ein Auswärtstor für Galatasaray zu vermeiden. Ein bisschen größer sind wir bis jetzt, wenn man das bei den Shakens betrachtet, aber Popescu ist groß und Hakan Şükür natürlich auch. Aber die Türken sind quirlig und technisch ganz, ganz hervorragend, wie man auch gestern beim Training hier im Happelstadion gesehen hat. Das übrigens auch für die türkischen Fans gesperrt war. Und es hat vor dem Stadion so einen Wirbel gegeben, dass Fatih Terim hinaus musste, die Fans zu beruhigen.
Rot. Wir bleiben so. Ja. Peter Schöttl, Sie sehen sein. Das ist sehr wichtig, wie beim Boxen, beim Abtasten. Ein sehr selbstsicherer und guter Kapitän. Und dann wir Fatih Terim, den 46-jährigen Coach. Trainerprüfung auch in Deutschland gemacht, spricht gebrochen Deutsch, gibt aber keine Interviews, versteht aber alles, spricht auch gut Englisch. War einst ein Bollwerk auch in der türkischen Nationalmannschaft, genauso wie Heribert Weber. Beide waren also im defensiven Bereich ihrer Nationalteams und Heribert Weber bei Rapid, Fatih Terim bei Galatasaray tätig. Hier die Ehrentribüne, wir sehen Ehrenpräsident Benja, Vizepräsident jetzt bei Rapid, Peter Weber. Also, und eines, ich habe es zu Beginn gesagt, es kribbelt. Es kribbelt wirklich im Magen. Was passiert heute? Kann René Wagner ein ähnliches Supertor erzielen wie zuletzt gegen Lustenau? Und eines ist auch klar. Rapid hat in den letzten vier Spielen bis zur Pause nie ein Tor erzielt, hat aber dann in der zweiten Hälfte immer auftrumpfen können. Erinnern wir uns nur an die zwei Spiele gegen Malta. 3:0 daheim und 2:0 auswärts. Gegen die Wiener Austria, 0:0 zur Pause. Dann Heribert Weber, in diesem Fall Herauf ins Spiel gebracht, 3:0 am Ende. Und jetzt gegen Lustenau auch herrliche Tore durch Freundin Weitschuss. René Wagner, ein super Solo. So, wünschen wir allen viel Glück. Natürlich der österreichischen Mannschaft. Hannes Kartnick hat es ja gesagt, heute stehen alle im Lager von Rapid und Sturm. Halten wir also beiden Teams die Daumen. Ein bisschen nervös sind sie schon, die Türken. Und vielleicht kann das Rapid ausnutzen. Jetzt geht's los. Ich sage Ihnen am Anfang vielleicht ein bisschen öfter die Namen der türkischen Spieler, damit Sie sie kennenlernen. Die wichtigen Nummern, 9 Hakan Şükür, die einzige Sturmspitze. Und da gibt es schon die erste gelbe Karte für Michael Hatz. Und zwar hat er hier Okan, seinen Gegenspieler, der an der rechten Seite spielt, zu Fall gebracht. Es zählen ja jetzt im UEFA-Pokal oder im Europapokal insgesamt 3 gelbe Karten zur Sperre. Und Ladislav Meyer das erste Mal im Mittelpunkt. Weiterheber von Hadji, der gestern mit einem Kniestumpf gespielt hat, heute auch, der etwas angeschlagen ist bei der verpatzten Generalprobe von Galatasaray in der Meisterschaft gegen Gaziantepspor. Das 1:0 erzielt hat, aber dann hat Galatasaray doch 2:1 aus Kontern verloren. Und muss man vielleicht auch sagen, wenn Sie es nicht in der Zeitung gelesen haben, Hakan Şükür, der Goalgetter, hat einen Elfmeter verschossen. Zingler, sofort attackiert, zwar vom Hakan Ünsal, dem defensiven Spieler, im Mittelfeld. Man geht hier hart zur Sache. Emit. Hadji. Gut gestört jetzt von Zingler. Suat, der neue Mann mit der Nummer 8. Kleiner, technisch guter Spieler. Routiniert. Defensiv im Mittelfeld. Und die Türken beginnen sehr selbstsicher. Tove jetzt. Der Deutsche zuletzt 2 Tore im Europapokal. Eines daheim gegen Valletta FC, eines auswärts. Jeweils das Führungstor. Einwurf durch Lakonikakis. Hatz. René Wagner. Der Mann mit der Nummer 35, das ist der neue Mann. Campone de Oliveira. Und Schießwald wird die meiste Zeit bei Hakan Şükür zu finden sein. Alles läuft über Hadji, der lässt sich zurückfallen, um die Bälle zu verteilen. Benks hat aufgepasst und verliert den Ball gleich wieder. Suat, Hadji, noch einmal Suat, weite Flanke auf Ümit. Der Ball bleibt bei Rapid. Fatih Terim heute nicht im Trainingsanzug wie gestern bei der Probe im Happelstadion. Ball von Capone.
ist um 11 Millionen Schilling aus Brasilien geholt worden, von Juventud Brasil. Spielt zum ersten Mal, hat nur ein Testspiel gemacht, der Brasilianer, gegen einen Unterliga-Club, und da hat der Fatih so gefallen, dass er ihn jetzt schon aufgestellt hat. Wimmer, Freund. Man sieht, Rapid versucht vorsichtig aufzubauen. Kein Foul an Penkser, out für die Türken. Naja, der Herr Nielsen sieht manchmal etwas anders als wir. Ich habe da eher Stoßen gesehen. Hadji, ja, spielt den Ball vor die Verteidigung. Sehr gefährlich, aber Hakan Çükür war zu weit weg. Die ersten beiden Ränge hier im Happelstadion wirklich dicht besetzt. Also ganz hervorragende Stimmung. Ich hoffe, das färbt auch auf die Mannschaft ab. Wimmer, die Türken mit Vorchecking, verstecken sich also nicht, im Gegenteil. Zingler gegen Suat. Ja, und die kennen natürlich alle Mätzchen, so wie hier Hadji, kurzes Schubsel, der Gegner fährt daneben, aber Schiedsrichter Nielsen hier aufmerksam. Penkser. Sehr frühzeitiges Stören, Sie werden es bemerkt haben, die Türken versuchen immer einen Mann mehr, um den Ball zu haben. Also Rapid muss schnell kombinieren, um sich hier befreien zu können. So, jetzt attackiert man schon Schöttl. Schießwald hat den Ball weggeschlagen. Gefährlich! Ümit! Capone, der Brasilianer, mit Popescu, dem rumänischen Teamspieler, in der Innenverteidigung. Wobei Popescu eher einen Libero spielt. Penksa wird wieder sofort attackiert. Tove, jetzt ein bisschen Platz für René Wagner gegen Capone. Fast hätte der Brasilianer einen Kopfschuss mehr. Aber Popescu. Fatih mit der Nummer 14. Namensvetter von Fatih Terim, seinem Trainer. In der Türkei sagt man ja den Vornamen als Spielnamen sozusagen, der Familienname in diesem Fall nur ein Anhängsel. Bei den Hakans sage ich Ihnen den Familiennamen dazu, bei Çükür, dem Stürmer, und bei Ünsal, dem Verteidiger mit der Nummer 33. Capone, jetzt schon vorsichtiger der Aufbau bei Galatasaray, Popescu. Ein Weltenbummler, aber ein ganz hervorragender Fußballer. Guter Einsatz von Hatz, aber genau zu Suat, dem kleinen Mann im Mittelfeld. Hadji. In den ersten Minuten spielt eigentlich Galatasaray wie die Heimmannschaft. Man sieht also die Mannschaft sehr selbstsicher, wie es Trainer Fatih Terim gesagt hat. Offside, sofort angezeigt vom Schiedsrichterassistenten. Was wir im Training gestern bemerkt haben, das wird auch hier angewandt. Kurzpassspiel und dann der schnelle, überraschende Pass in die Tiefe oder an die Seite. Hakan Çükür, Hadji wechselt die Positionen, macht in der Mannschaft, was er will, aber das macht er ganz ausgezeichnet. Bis jetzt zumindest. Immer ein Hakan Çükür. Ja, jetzt hat das hier ein bisschen zu viel vertrippelt hier. Aber man hat gesehen, trotz seiner 1,91, unglaublich beweglich, nicht umsonst der Torschützenkönig, der Liebling der Massen in Istanbul. Schießwald, da muss er auf Nummer sicher gehen, sonst wäre es Eckball gewesen. Druck jetzt in den Anfangsminuten von der türkischen Mannschaft. War offside. Keine Gefahr. Ja, dieser Hakan Çükür, der wird der Rapid-Abwehr, hier haben wir es einiges aufzulösen geben. Trotz seiner Größe unglaublich beweglich. Man sieht es hier an dieser technischen Einlage, herrlich gemacht. Und man sieht eines, beidbeinig. Kann das mit links und mit rechts. Rapids
Zuspiel bis jetzt zu ungenau. Einwurf durch Fatih. Er ist in die Mannschaft gerutscht, weil Bülent im letzten Meisterschaftsspiel gegen Gaziantepspor 2 Touch gemacht hat und der Trainer war hart. Fatih Terim hat den Innenverteidiger daheim gelassen. Foul von Tobe an Emre. Hadji. Spielt fast aus dem Stand, aber der Ball ist ihm nicht wegzunehmen. Steht einfach gescheit. Suat. Emre. Guter Pass von Hakan Ünsal auf Hadji. Gefährlich! Er schießt aus allen Lagen und weiß, wo er hinschießt. Ein Mann mit unglaublich viel Gefühl und Übersicht. Vorne hat der Ümit gelauert, der Mann mit der Nummer 22. Hier noch einmal. Hadji geht vorbei hier. An Lakonikakis, an Hatz. Gott sei Dank zu ungenau. Naja, Achtung, 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 kann ich nur sagen. Aber wie Galatasaray jetzt spielt, beweist nur, dass also die Vorjahresresultate in der Champions League, in der Gruppe mit Juventus, Rosenborg und Atletico Bilbao, kein Zufall war. Zweimal unentschieden gegen Juventus, 3:0 gegen Rosenberg auswärts, aber 3:0 daheim. Und 1:0 auswärts verloren gegen Bilbao, daheim aber 2:1 gewonnen. Und als schlechter Gruppenzweiter, Punkte gleich mit den anderen, nicht aufgestiegen. Guter Einsatz von Lakonikakis, Ball bleibt bei Rapid. René Wagner, jetzt guter Ball, ja, guter Versuch gegen Popescu, die Hereingabe. Der Mitte wären Tove und Zingler da gewesen. Da wäre noch einmal Claudio Taffarel. 113 Mal hat der Galatasaray-Keeper in der brasilianischen Nationalmannschaft gespielt. Emre. Belözoğlu. Capone. Schau, wo der Hadji überall ist. Aber meistens aus dem Hinterhalt, um Bälle zu verteilen. Da macht er Gott sei Dank einen Fehler. Und Rapid kommt nicht zur Entfaltung. Man muss schneller abspielen gegen diese wieselflinken Türken. Wieder Suat. Von ihm und Hadji gehen die meisten Impulse bis jetzt aus. Fatih. Capone. Und der lange Hakan Şükür offside. Vor dem Sektor der türkischen Fans, klar gibt es da Pfiffe. Gut gemacht von Schöttl, Wimmer, jetzt ein bisschen mehr Raum hat er. Benksa, Zingler. Schade, der Ball nicht zu Wimmer gekommen. Wenn man jetzt rekapituliert, die ersten 12 Minuten, Galatasaray hat sichtlich versucht, Rapid mit einer Anfangsoffensive zu überraschen. Jetzt kommt Rapid auf. Tove. Gut gemacht. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Deutet damit an, dass sich der deutsche Legionär hat fallen lassen. Naja. So, jetzt Benksa. René Wagner gegen Capone. Hilft sich da mit den Ellbogen, muss man ehrlich sagen. Freund. Tobe. Guter Pass auf René Wagner. Schade. Erste Druckperiode von Rapid nach 12 Minuten. René Wagner. Probier's. Bleibt hängen. Kommt der Möglichkeit für Galatasaray. Hadji, der ist natürlich da vorne allein stehen geblieben. Rechts geht Okan mit.
Hatschi vorbei an Tobe. Ja, und auch hier lässt er weiterspielen, Schiedsrichter. Hatschi hat sich fallen lassen. Tobe. Zingler. Rechts der kleine Penkser. Ja, zu schnell abgespielt, zu ungenau. Und kommt er jetzt, wird's bunt durch, Okan. Gut aufgepasst, Schießwald gegen Hakan Şükür. Und vielleicht deutet sich an, was passieren könnte. Wenn Hatschi und Suat nicht genug laufen, dann gibt es Raum im Mittelfeld. Okan, Hatschi. Macht immer den Innenhaken. Achtung, Michael Hartz, da muss er aufpassen. Und Gott sei Dank schießt der Okan Buruk etwas überhastet. 26 Jahre alter Mittelfeldspieler, der türkische Maradona. Aber der rumänische Maradona, Hatschi, hat diese Chance eingeleitet. Und dann Okan Buruk, 26 Jahre alt, hat einen Beinbruch. Und kommt erst jetzt schön langsam wieder in der Mannschaft von Fatih Terim zum Zug. Ja, aber die Türken gefährlich in den Konter. Ümit, wieder Hatschi. Jetzt wird es gefährlich, denn Hakan Şükür da vorne. Macht immer was anders. Wimmer hat es da sehr, sehr schwer. Spielt auch für Suat. Rechts Hatschi. Irgendwie, glaube ich, müsste man einen abstellen, der den bewacht. Man hat keinen Sonderbewacher für den rumänischen Teamspieler. Und der ist immer frei. Also Rapid verlässt sich hier auf die Raumdeckung. Aber der Hatschi ist natürlich ein alter Fuchs, der es versteht, immer frei zu stehen. Eines haben wir auch schon gesehen. Schiedsrichter Nielsen. Macht keinen Zucker, wenn sich jemand fallen lässt bei einem Duell. Er lässt weiterspielen. Und zwar auf beiden Seiten. Lakonikakis jetzt für Tobe. Aber Sie haben gesehen, wie schnell die Türken hier sind. Da hat es ein bisschen eine Reiberei gegeben mit ihm. Und mit Ümit. Einwurf für Rapid. Lakonikakis, der Grieche, hat sich gut eingelebt. Der kleine Gerd Wimmer im Teamkader von Otto Baric, der ja auch hier zu Gast ist. Foul von hinten an Lakonikakis. Okan, der Sünder. Gegen Dennis hat es ja am Anfang hineingefahren. Hier sozusagen die Revanche, unter Anführungszeichen. Ein Freistoß, das könnte gefährlich werden für Claudio Taffarel und Galatasaray. Lakonikakis mit rechts. Hat es mit nach vorne gekommen. Ja, aber der Goal ist ja sicher. War nicht leicht im Getümmel den Ball zu arretieren. Ja, der hat die Routine und die Ruhe weg. Und noch einmal. Ja, gut gemacht. Fatih. Fehler von Hartz. Ausgebessert von Peter Schöttl, der zuletzt in der Meisterschaft mit Schießwald ein Bollwerk in der Rapidabwehr war. Da haben wir noch einmal die Attacke. Es war eigentlich ein Stürmerfall. Hartz mit dem rechten Fuß. Und Meier vor Hakan Şükür.
abgefälschter Ball. Aber der Ladi ist da. Zingler. René Wagner wird immer attackiert bei der Ballannahme von Capone. Und der Ball muss liegen, entscheidet Schiedsrichter Nielsen. So, jetzt holt er sich René Wagner oder Capone, der protestiert hat. Der ist es aus Südamerika gewöhnt, nicht beim strengen Dehnen. Der schaut auf den natürlich auch noch runter. Und er sagt, beiden offenbar Ellbogen weg, keine Rangeleien. Das kann ich mir vorstellen. Aber René Wagner ist ein Stürmer, der sich wehrt, der sich nicht alles gefallen lässt und das ist gut so. Thomas Zingler beim Ball. Zu weit, Freund war eingezwickt und ist an den Kopfball nicht gekommen. Für Lakonikakis war der Ball zu weit. Ja, die Unterstützung der Fans, die wird notwendig sein. Da führen die Türken ein bisschen, würde ich sagen, nach Punkten. Schlachtruf bei Galatasaray. Cim, bum, bum. Hoffentlich macht es jetzt nicht bumm bei uns. Fehler! Der Ball über den Fuß von Schöttl gesprungen. Hat er eigentlich nichts dafür können. Aber so passiert es manchmal. Unebenheit im Rapid-Strafraum. Schöttl fährt hin, der Ball hüpft drüber und fast wäre es gefährlich war. Aber Hakan Şükür hat diese Chance nicht nutzen können. Er war auch überrascht, kann ich mir vorstellen. Noch einmal. Hier noch einmal die Aktion. Ball hüpft hier in den Strafraum. Hatz, Schöttls, Fuß erreicht den Ball nicht. Dadurch fährt auch der Michi Hatz daneben. Aber dann war der Winkel für Hakan schon zu schlecht. Capone, auf das Duell mit René Wagner bin ich immer mehr gespannt. Minuten sind vorbei, noch immer 0:0, sie haben es ja oben eingeblendet. Rapid nach etwas unsicherem Beginn, da war Galatasaray überlegen, jetzt mit etwas mehr Druck, spielt sehr kontrolliert, wie gesagt, man darf kein Gegentor bekommen, muss aber doch hier gewinnen. Ja, zu hastig hier der Einsatz auf der linken Seite. Keine Bewegung im Rapid-Spiel, vor allem im Offensivbereich, da ist schwer jemanden anzuspielen. Jetzt aber Zingler, gut gemacht. Jetzt war es aber Foul. Und zwar Foul von Popescu. Zingler war schon vorbei, eigentlich ist gelb. Der Spieler Zingler war an Popescu vorbei. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Na, der lässt das Bein stehen. Für mich gelbe Karte. Aber Sie können zu Hause mitdiskutieren. So, Freistoßmöglichkeit. Der Oliver Freund hat gegen Lustenau ein Tor aus 35 Metern erzielt. Das ist natürlich aus einem Freistoß schwerer. Aber vielleicht gelingt jetzt irgendwas. Eine Überraschung. Ein bisschen Glück würden wir Rapid vergönnen. Freund, abgerissener Schuss. Schießwald. Dove. Jetzt kommt die ganze türkische Mannschaft heraus. Mit Capone, mit Suat. Ja, und gute Intervention hier auf der rechten Seite von Jens Dove gegen Emre. Stockfehler von Hakan Ünsal.
sehr stark Okan Buruk, sehr kampfstark, der Mann mit der Nummer 7. Aber jetzt hat er zum Glück einen Fehlpass gemacht, Rapid wirft ein. Foul jetzt an Marek Penkser von Hakan Ünsal. Der spielt links da an der Flanke mit Nummer 33. Und hier haben wir Marek Penkser. Wurde um 9 Millionen Schilling zu Rapid geholt, war er eins der teuersten Kauf von Rapid. Ja, der Kleine macht jetzt recht gut. Guter Einsatz von Marek. Lakonikakis zu weit. Schade für René Wagner. Bis jetzt beide Abwehrreihen sicher. Naja, den Ball von Oliver Freund hat der Michi Hartz beim besten Willen nicht erreichen können. Fatih Terim, selbst zwischen 76 und 88 bei Galatasaray, hat auch schon gegen Rapid und einmal gegen die Austria gespielt. 75, 76, 1:0 und 1:3 gegen Rapid verloren. Und dann gegen Austria 0:1 und 4:2. Insgesamt hat der Rapid 7-mal gegen türkische Clubs gespielt, 3-mal dabei gegen Galatasaray Istanbul. Großer Einsatz von Capone gegen René Wagner und ich glaube, da muss der Schiedsrichter jetzt einmal einschreiten, weil das war rein auf den Körper gesprungen. Eindeutig. So locker darf es der Herr Nielsen, glaube ich, nicht nehmen. Ich bin überzeugt aber, dass René Wagner sich wehren wird. Hoffentlich macht das geschickt. Dove. Schön vorbeigekommen. Sieht man, dass der Deutsche sehr stark am Ball ist. Foul jetzt. Nielsen spricht selbstverständlich gut Deutsch. Ja, jetzt kommt Schießwald mit nach vor. Oliver Freund, Michael Hatz in der Abwehr, nur Wimmer und Schöttl. Vielleicht gelingt was. Tove. Gott sei Dank machen die Türken auch Ballfehler, so wie jetzt. Freund. Tove. Lakonikakis. Penkser zeigt auf, bekommt den Ball. Ja, und Foul. Türken kämpfen jetzt mit allen Mitteln. Stoßen halten. Foul jetzt von Hakan Ünsal. Mit der Hand gehalten. Eigentlich auch gelb, wenn man die Regeln exakt auslegt. Aber vielleicht spart Nielsen mit den gelben Karten, weil er weiß, dass es hier noch hitziger zugehen kann. Na, jetzt muss einer bei Schöttl hinten bleiben. Der mit Okan allein steht. Vorne Freund und Penkser beim Freistoß. Rechts schleicht sich Dove an. Wer wird schießen? Vielleicht der kleine Schule Wimmer. Na, und jetzt kommt der Konter. Bakan Şükür. So, aber jetzt wieder Kontrolle im Spiel von Galatasaray. Mit dem schnellen Konter ist doch nichts geworden. Zinkler, gut den Ball heruntergenommen. Links würde Lakonikakis gehen. Jawohl, schöner Pass! Ja, bleibt hier hängen. Schade.
Na, das Direktspiel von Galatasaray funktioniert. Emre. Offside von Hakan Şükür. Zum Glück. Vierte Mal, dass Hakan Şükür. Ja, hat hier seinen Körper gut eingesetzt, der türkische Abwehrspieler. Capone gegen René Wagner geht hier auf Nummer sicher, der Brasilianer. War ein bisschen ein Foul von Freund dabei, aber es geht weiter. Lakonikakis, Schubferl auf Zingler. Emre, Hakan Ünsal und Popescu. Ausgeglichenes Spiel jetzt in dieser ersten halben Stunde, aber Fatih Terim immer öfter an der Outlinie. Platz jetzt für Jens Dobe. Zingler, René Wagner geht in die Tiefe. Wunderschön gemacht, Wagner. Aber etwas zu weit der Ball, aber eine gute Aktion. So könnte man gegen die beiden Innenverteidiger Popescu und Capone ankommen. Freund. Dove. Spiel der deutschen Legionäre, haben sie gut gemacht. Das war richtig, man kann jetzt auf die rechte Seite wechseln zu Wimmer. Und zwar ohne Risiko. Vielleicht versucht es der Gerd Wimmer allein. Gut gemacht. Guter Schuss. Super Aktion von Gerd Wimmer. Aber Taffarel im kurzen Eck, da war er. Ja, war eine gute Aktion. Noch einmal. Wurde nicht attackiert und hat das ausgenutzt. Sehr gut. Knapp 15 Minuten in dieser ersten Hälfte noch zu spielen. Rapid spielt jetzt durchaus anständig. Versucht Druck zu machen, ohne allzu viel Risiko einzugehen. Das ist ganz wichtig. Und die Türken beginnen immer mehr Fehler zu machen. Und wie gesagt, der Trainer immer mehr aus der Coachingzone heraus. Naja, da hat Freund nicht aufgepasst. Emre war da. Aber Schießwald, sehr aufmerksam. Der Ex-Austrianer hat sich gut eingefügt in die Rapid-Mannschaft. Gute Aktion jetzt von Benxer, auch er kann Fußball spielen. Solche Demonstrationen sind wichtig. Das ist es, was ich gemeint habe. Man muss das Selbstvertrauen dieser Mannschaft anknacksen. Auch gut von Lakonikakis. Verfolgt von Emre, war faul dabei. Und jetzt gibt es die erste Gelbe. Wimmer, vielleicht gelingt Rapid jetzt ein Tor. Die Mannschaft spielt momentan wirklich gut. Dove! Schwer zu vergönnen, dass jetzt noch vor der Pause ein Führungstor gelingen würde. Aber in den letzten vier Spielen ist es ja nicht gelungen. Lakonikakis. Guter Einsatz von Schöttl. Naja, jetzt ist einige Verwirrung da hinten bei den Türken. Benxer. Dove. Es muss schnell gehen. Hatz geht mit. Dove geht vorbei.
Jetzt hat er nicht gewusst, soll ich flanken oder soll ich schießen? Jeder, der Fußball spielt, weiß, da muss man sich in Augenblicken entscheiden, in Sekundenbruchteilen. Wenn man einmal zu denken beginnt, ist vorbei. Schau, will er flanken, dann will er schießen und dann wird es weder das eine noch das andere. Aber Rapid spielt an sich gut jetzt. Hier noch einmal, der schöne Haken von Tove. Und jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Gefahr jetzt auf der drüberen Seite. Und Tor! 34. Minute, urplötzlich. Ein Konter von Galatasaray. Und Hakan Ünsal, der aufgerückte linke Verteidiger, erzielt das 0:1. Es ist verdammt immer wieder in den Phasen, wo österreichische Vereine beginnen, Druck auszuüben, gut zu spielen. Der Schock aus einem Konter, so wie hier. Emre Wimmer kommt nicht mehr hinzu. Hakan Ünsal stolpert und schießt trotzdem das 0:1. Naja, jetzt wird es schwer. Erstens einmal das Auswärtstor für Galatasaray gefallen. Zweitens einmal die Türken in Führung gegangen. Und Rapid muss natürlich jetzt nur alles riskieren, um wenigstens einmal den Ausgleich und vielleicht dann noch ein zweites Tor schießen zu können. Jetzt wird es haarig. Die Freude der Türken verständlich. Ja, umfallen lässt der Schiedsrichter Nielsen nicht gelten. Und jetzt wird das Selbstvertrauen der Türken natürlich gewaltig ansteigen. Sie werden fließende Kombinationen sehen, das traue ich mir jetzt schon sagen. War faul, aber der Schiedsrichter deutet auf Hatschi, komm, steh auf. Ja, es war wie ein Schlag aus... Schau, er macht der Schwalbe eigentlich. Aber er wurde gesperrt. Und hier noch einmal harte Körperattacke von Capone. Fehlentscheidung, wie uns hier unser Regisseur Fritz Melcher zeigt. Und die Empörung von Lakonikakis ist zurecht. Ich hab's gesagt, ich habe ihn mal bei einem Länderspiel beobachtet. Der Nielsen, er ist mir nicht ganz geheuer. Naja, der Schock sitzt tief. Momentan ist da ruhig herinnen. Nur die Türken machen einen Wirbel. Schauen wir uns den Treffer der Türken noch einmal an. Freund hier gegen Hadji. Der macht wieder einen Pass zu Emre. Der ist nicht. Wimmer ist hinter dem aufgerückten Hakan Ünsal. Da hätte der Mittelfeldspieler auch mitgehen müssen. Und so ist das Verhängnis zustande gekommen. Die Fouls der Türken tun weh. Man hat hier Lakonikakis und René Wagner wehgetan, ist ihnen auf den Stock gestiegen, wie es in der Fachsprache heißt. Nicht immer pfeift der Schiedsrichter. Aber es ist keine Ausrede. Rapid hat sich einschläfern lassen, hat großen Druck ausüben können und urplötzlich in der Abwehr einige Konzentration vermissen lassen. Hatschi frei beim Annahmen, bei der Annahme des Balls, Emre frei bei der Annahme des Balls und dann ist natürlich Wimmer zu spät gekommen. Es wird schwer. Aber das haben wir gewusst. Jetzt halten wir uns an den alten weisen Spruch im Fußball. Ein Match dauert 90 Minuten und mehr. Und halten wir Rapid den auf die Daumen. Man darf nicht aufgeben. Rapid muss jetzt Herz zeigen. Das grün-weiße Herz, wie es die Fans verlangen. Mut zum Risiko und Cleverness. Vielleicht hat man sich in dieser Phase, wo man Druck ausgeübt hat, schon zu sicher gefühlt. Ja, aber diese Abwehrfehler und Abspielfehler, die unterbrechen natürlich auch den eigenen Angriffsrhythmus. Fehler von Schöster, Fati und das 0:2 aus einem Konter. Wieder ein Fehler in der bis jetzt so sicheren Abwehr in der Meisterschaft. Und das 0:2, das Verhängnis nimmt seinen Lauf. 38. Minute, ein Konter, Pass von rechts.
Und diese Chance, die ihn hier Peter Schöttl eröffnet, die nützt Fati. Hier noch einmal. Der gute Peter, der Rapid-Kapitän, haut daneben. Fati nützt die Chance und Ladislav Meyer zum zweiten Mal geschlagen. Und jetzt wird's, ja, jetzt fallen mir eigentlich die Worte. So ein Fehler. Aber es war geschickt gemacht von den Türken. Sie haben den Schöttl den Ball in den Rücken gespielt. Der war in der Bewegung. Es geschieht hier alles aus dem Tempo heraus. Und ausgelöst hat das Ganze ein Fehlpass von Freund im Mittelfeld. Und zwar in einer ganz einfachen Situation. Wenn man sagt, der Schöttl hat einen Fehler gemacht, der Ursprung des Fehlers war ganz woanders. Ob jetzt Rapid noch vor der Pause ein Anschlusstor gelingt, ich weiß es nicht. Weiß nicht, wie es Ihnen geht daheim. Enttäuschung sitzt natürlich jetzt tief. Denkser bringt den Ball nicht zur Mitte. Popescu. Ja, und eines. Unglaublich viel Bewegung im Spiel der türkischen Mannschaft. Die Positionen werden gewechselt. Rapid mit der Raumdeckung und der Viererkette verliert phasenweise dabei die Übersicht. Und Rapid zu langsam. Offside schon gegeben von Schiedsrichter Nielsen. Nur ganz, ganz kurz hat Galatasaray gewankt in dieser ersten Hälfte. Rapid hat also zwischen der, sagen wir es, 25. und 33., 34. Minute, als das Führungstor für Galatasaray fiel, sehr gut gespielt, Druck gemacht, die türkische Abwehr ein bisschen verunsichern können. Und dann zwei solche Fehler und 0:2. Das Tempo der Türken unglaublich groß. Antritt schnell, spritzig, muss man ganz offen sagen. Hakan Şükür, was der alles mit dem Ball macht. Und Rapid kann nicht aufbauen. Jetzt hat Wimmer den Ball eigentlich nur weggeschlagen. Die Türken spielen kontrolliert, auch aus der Abwehr heraus, wenn es schnell sein muss. Da haben wir Arnold Wettel, der bei Heribert Weber meist in der Grundaufstellung zu finden war, aber zuletzt gut gearbeitet, gut gekämpft hat, aber doch Abspielfehler gemacht hat und deshalb Zingler heute vom Anpfiff an dabei. Oliver Freund, der hat ein bisschen was gut zu machen. Ball von Hatschi hat gesperrt, Freistoß für Rapid. Ja, Anschlusstreffer jetzt wäre natürlich super vor der Pause, aber vielleicht wünschen wir uns das nur. Beide mit den Ellbogen halten einander hier, aber Freistoß für Rapid. Wieder Lakonikakis. Ja, jetzt kämpft Rapid um das Selbstvertrauen, das Galatasaray der Mannschaft ein bisschen angeknackst hat. Jawohl, fast wäre es geglückt.
Ganz geschickt hat Lokonikakis den Ball vor die türkische Abwehrmauer gespielt. Aber nichts ist geworden, auch zum Leidwesen von Herbert Weber. Schauen wir noch einmal. Es war gut gemacht. René Wagner spritzt da noch dazwischen und trifft den Ball nicht. Taffarel. Also, wir können kurz Resümee machen. Hatschi hat hier nach dem Duell mit Oliver Freund offenbar einen Cut erlitten. Der, der bis jetzt das Spiel von Galatasaray gelenkt hat und auch das erste Tor eingeleitet hat. Gurkel von Zingler, aber das Spiel geht weiter, weil die Türken sich den Ball geholt haben. Eckball. Der erste Eckball jetzt in diesem Spiel überhaupt. Und der erste für Galatasaray klarerweise. Naja, wir sind in der 45. Minute. 0:2 durch Tore von Hakan Ünsal, dem aufgerückten linken Verteidiger, und von Fatih. Zwei Abwehrspieler haben also die türkischen Tore geschossen. Das ist bezeichnend für die Laufarbeit und für die Raum- und Spielaufteilung bei Galatasaray. Suat. Und ein Riesenreflex hier bei diesem Kopfball von Hakan, von Ladislav Meyer. Nicht Rapid ist einem Tor nahe, sondern Galatasaray. Hadji. Der Zinker wird gleich böse werden. Foul jetzt von René Wagner. Und eine Minute wird hier nachgespielt. Die Situation, man soll ja nie sagen aussichtslos, aber unglaublich, unglaublich schwierig jetzt für die zweite Hälfte. Jetzt darf sich die Mannschaft natürlich bei Ladislav Meyer bedanken, bei diesem Kopfball von Hakan Şükür. Die Türken spielen das sehr geschickt. Und sie laufen das Doppelte, meiner Ansicht nach. Die Rapid-Abwehr wird immer attackiert. Wenn die Mannschaft kompakt nachschieben kann, alle Rapidler also auch von den Türken gedeckt werden können, dann marschiert die Mannschaft, macht Druck, macht Vorchecking und das Rapid-Spiel eigentlich zu langsam im Aufbau. Das ist der Pausenpfiff. Das war's von hier heroben. Galatasaray führt hier von, glaube ich, mehr als 35.000 Zuschauern, so eine Schätzung, mit 2:0 durch Tore von Hakan Ünsal und Fatih. Zwei Abwehrspieler haben die Rapid-Abwehr, die in der Meisterschaft so stabil war, aufgemacht. Hadji konnte nicht unter Kontrolle gebracht werden. Peter Schöttl wurde der Ball hier in den Rücken gespielt und Fatih lässt sich natürlich diese Chance nicht entgehen und schupft den Ball zum 0:2 aus Rapid-Sicht ins Netz. Hier noch einmal. Wer macht den Pass mit rechts? George Hadji. Unglaublich clever. Der Peter Schöttl in Bewegung Richtung eigenes Tor. Kann nicht gescheit schauen. Muss sich umdrehen und im Umdrehen wird er faktisch ausgespielt. Haut dadurch daneben oder muss sogar dadurch daneben hauen und fertig zum 0:2. Naja, machen Sie sich zu Hause Ihr Urteil. Halten wir insgeheim doch die Daumen für Rapid. Bei mir wäre es einmal vorbei. Ich gebe zu meinen Kollegen ab, die weitermachen am Königlberg. Ja, meine Damen und Herren, haben Sie die erste Enttäuschung schon überwunden? Vielleicht sogar hinuntergespült? Wie im Dienst dürfen wir das nicht. Da muss man nüchtern bleiben. Aber es ist einem ein bisschen danach. Es gibt nämlich leider einige Unterschiede zwischen Galatasaray und Rapid. Der vielleicht gravierendste, die haben ein Genie in ihren Reihen, nämlich Hadji, der bei allen Toren dabei war. Das Genie von Rapid, Dejan Savicevic, sitzt nicht einmal auf der Bank, konnte heute nicht eingesetzt werden. Und wir zeigen Ihnen noch einmal die Tore. Hadji leitet das erste Tor ein, gibt zu Imre. Und dann ist es ein Verteidiger, nämlich Hakan Ünsal, der das 0:1 erzielt. Und dann wieder Hadji und das mit dem rechten Fuß an den laufenden Peter Schöttl vorbei. Wieder für einen Abwehrspieler, für Fatih und der 21-jährige Eigenbauspieler. Schießt das 0:2 aus der Sicht von Rapid. Die Mannschaft von Herbert Weber hat einen Wechsel vorgenommen, vielmehr der Coach natürlich selbst. Er hat statt Zingler, der ihm offenbar nicht ganz befriedigt hat, an der linken Flanke den jungen Sabo ins Spiel gebracht, der schon im Heimspiel gegen Valletta FC für den Umschwung gesorgt hat. 18 Jahre alt, ein
Slowake, der ja mit seinem Vater immer wieder nach Wien gekommen ist, um hier zu trainieren. Und der hier von der Mannschaft gut aufgenommen wurde und von den Betreuern auch vorsichtig und gut bei den Rapid-Amateuren aufgebaut wurde. So, denkt mal positiv, vielleicht klingt bald ein Anschlusstor. Dann könnte sich vielleicht noch ein Unentschieden einmal ausgehen. Wünschen wir es uns zumindest und schauen wir, was Rapid jetzt zustande bringt. Eines hat man gesehen, Rapid wird eines machen müssen, was ich nicht weiß, ob es gelingt, schneller spielen. Sabo, unverbraucht und jung, traut sich was, erste Vollpass macht nichts, die erste Nervosität, sie wird vorbeigehen. Da haben wir den jungen Spieler Otto Sabo, der für Zinker gekommen ist. Sie erinnern sich vielleicht, das Führungstor von Dove nach einer Flanke von Sabo im Spiel gegen Valletta FC. Die Türken haben nicht gewechselt. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn man mit dem Hatsch jemanden hinstellen würde. Der hat so viel Spielraum, ist ein so ausgefuchster Spieler, dass er einmal links, einmal hinten, einmal vorne auftaucht. Und immer, wenn er an den Ball kommt, bringt es. Schau, jetzt geht er zur kurzen Ecke, zum Eckball, zu Emre. Und niemand geht mit, nur Banks, aber der ist schon zu spät. Emre, der das eine Tor aufgelegt hat. Das erste. Ja, und wieder ein ganz gefährlicher Heber, diesmal von der rechten Seite von Capone. Dass der Heber am langen Eck von Ladislav Meyers Tor vorbei. Dove vorbei, der Pass von Penkser gut gewesen. Man macht jetzt eines, um vielleicht offensiver zu spielen. Sie werden es bemerkt haben. Hatz spielt rechts an der Seite und Wimmer rückt ins Mittelfeld vor. Heribert Weber verspricht sich offenbar von der Antrittsschnelligkeit und von den guten Flanken von Wimmer einiges für die Rapid-Offensive. Ja, wir werden sehen. Sabo. Wieder Sabo, der traut sich noch vorzugehen. Wir hoffen, dort brennt nichts an, aber ich will nicht negativ denken. Soll man auch nicht. Mit dem Schiedsrichter bin ich nicht ganz einverstanden, aber verzeihen Sie mir die persönliche Einstellung im Moment. Aber der Schiedsrichter ist sicher nicht schuld, dass es 0:2 steht. Emre. Benkser wird sofort attackiert, hat sich aber gut gewehrt, im wahrsten Sinn des Wortes. Die Türken kennen alle Mädchen. Wieder geschicktes taktisches Foul von Emre. Schauen Sie, lässt noch ein bisschen den Fuß stehen. Spiel geht weiter, obwohl der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Die Akteure haben es nicht gehört. Noch einmal muss der Freistoß für Rapid wiederholt wurde. Hier haben wir das kleine Cut und das Pflaster bei Gheorghe Hatschi. Er ist wirklich der überragende Mann mit der größten Übersicht bei Galatasaray. Gut gemacht, Hatz, Emre. Sehr kampfstarker Spieler. Obwohl er so klein ist, kaum zu überspielen. Wimmer. Gute Flanke. Ja, das haben wir in der ersten Hälfte vermisst. Tobe. René Wagner. Ui, hat er nicht. Aber Handspiel dabei, aber die Hand ist vom Ball gegangen. Noch was muss Heribert Weber seiner Mannschaft gesagt haben. Traut euch einen Türken zu überspielen, damit Raum offen wird. Weil Raum hat Rapid nicht gehabt. Und jetzt wurde schon zweimal versucht, einen Mittelfeldspieler der Türken zu überspielen, um im Nachher Raum zu besitzen. Da haben wir Hatschi und der gefällt mir wirklich. Hier noch einmal,
die Aktion von René Wagner. Versucht aus der Drehung, wollte. Naja. Guter Einsatz von Hartz. Ja, aber der Marek Bengtsson trippelt ein bisschen zu viel. Und schon wieder der Konter. Ja, aber dieses Niederlegen, das machen ja die Fußballer, um einen Freistoß herauszuschinden, das pfeift Nielsen einfach nicht. Auf beiden Seiten. Ball bleibt bei Gerd Wimmer. Schießwald, der an sich Hakan Şükür relativ gut im Griff hat. Fehlpass von Sabo. Capone. Bis jetzt Sieger im Duell gegen René Wagner, auch mit vielen unfairen Mitteln. Aber es zählt das Endresultat. Alles andere Schall und Rauch. Tobe. Freund. Ballbesitz zwar Rapid, klar, die Druckperiode aus der ersten Hälfte, aber 0:2. Zu weiter Pass von Hatz. Und da bringt sich Rapid selbst immer aus dem Spielrhythmus. Man beginnt gut aufzubauen und dann kommt oft ein Fehlpass aus dem Mittelfeld. Freund. Tobe, links wäre Sabo frei, aber den sieht niemand. Hatz, gut gespielt. Na ja, und der Aktion hat man gesehen, welch klasse Verteidiger Popescu ist. In Bedrängnis den Ball beim Sliding Tackling arretiert und dann noch gezielt abgespielt. Sabo. Er ist unverbraucht, frisch, Mut zum Risiko, der traut sich was, spielt auch gut. Ein Freistoß jetzt nach einem Foul am Penkser. Hätte man auch Vorteil geben können, Wagner hat den Ball, aber die Distanz zum Freistoß von dort natürlich sehr gut. Hier noch einmal, an all diesen Aktionen sieht man, auch hier jener von Hakan Ünsal, dass die Türken wirklich vehement ihren Körper bei ihren Abwehraktionen einsetzen. Wer wird schießen? Knapp am 16er, Oliver Freund, Jens Tobe am Ball. Und jetzt ist schon, dass der Dejan Savicevic nicht da ist. Gegen Valletta hat er ein super Freistoßtor erzielt. Tobe oder Freund? Kommt drauf an, wie die Mauer steht. Und Suat hat hier Geld bekommen. Wahrscheinlich, weil die Mauer nicht richtig gestanden hat oder weil er gematscht hat. Vielleicht geht er rein. Das wäre eine Möglichkeit. Na ja, so nett, sagt man in Österreich. Die Rapid-Fans auf den Rängen schütteln hier verständnisvoll die Köpfe, mich da umgedreht an die dicht gefüllten Ränge. Fehler. Schau! Das ist ja unglaublich. Wieder ein Abstimmungsfehler in der Rapid-Abwehr.
dem gegenüber nach wie vor verständnislos die Rapid-Fans. Schüttler, ich glaube, der Ladislav Meyer kommt heraus. Und der kommt schlussendlich doch, aber fast zu spät. Unglaublich. Eckball. Der vierte jetzt für die Türken. Und wieder eine gute Abwehr von Ladislav Meyer. Ihm kann man ja bei den zwei Verlusttreffern wirklich keinen Vorwurf machen. Und jetzt wieder. Der Ball wurde ganz, ganz raffiniert per links. Und zwar von Hadži ins lange Eck gezirkelt, aber Ladislav Meyer war da. Ein Direktor, ne? Da hätten uns die Türken verspottet, glaube ich. Der nächste Eckball muss von der anderen Seite durchgeführt werden, entscheidet Schiedsrichter Nielsen. Diesmal von Emre getreten. Da ist er schon wieder, der Hadži. Ball war wieder draußen. Alle guten Dinge sind drei. Ladislav Meyer protestiert still. Hat möglicherweise auch was abbekommen. Aber er hat der Turm in der Schlacht. Einstudierter Spielzug. Eckball direkt zu Suat geschossen. Der hat Wolle übernommen. Ganz gefährlich. Wenn man da richtig trifft, hat der Goalie keine Chance. Wieder ein taktisches Foul. Diesmal vom Torschützen Fatih gegen Sabo. Na, ich habe es angekündigt, ein bisschen was über 30.000 Zuschauer, genau 30.200 hat der Platzsprecher Andi Marek hier verkündet. Vielleicht haben Sie es mitgehört. Wagner, gut gespielt auf Wimmer. Und der Ball ist im Tor. Schade, eine halbe Möglichkeit für Marek Benzer gewesen. Naja, Sie sehen, mit dem Ball können die Türken umgehen. Hier Suat, der kleine Mittelfeldmotor. Guter Assistent von Hadži. Hakan Ünsal. Torschütze zum 0:2 hier Sieger gegen René Wagner. Freistoß für die Türken. Hat im letzten Moment hier gegen Okan. Es war Sabo, pardon. Freund Lagonikakis. Rechts ist Wimmer allein. Ein guter Schuss von Lagonikakis an die Latte, auf den Rücken oder an den Körper von Taffarel, aber der hat Glück, der Ball geht leider nicht ins Tor. Ein überraschender Schuss von Lagonikakis, der sah, dass Taffarel aus dem Tor heraus war, weit nämlich. Hier noch einmal. Schaut jetzt, wird noch immer nicht attackiert und da hat Taffarel Glück, über ihn, an den Körper und aus dem Tor. Schade. Jetzt hat der Taffarel das Glück des Tüchtigen gehabt,
Vielleicht gibt diese Situation aber Rapid jetzt neuen Auftritt. Man kann Galatasaray vielleicht doch noch gefährden. Hat. Rapid macht jetzt Tempo. Und sehr sicher Taffarel. Beide Keeper ganz hervorragend gesetzt. Was verdient so ein Star? Schauen wir mal bei Capone nach. 11 Millionen Schilling Transfergeld und etwas über 300.000 Dollar im Jahr. Emre. Ja, zu weit hier für Emit. Über eine Viertelstunde in der zweiten Hälfte gespielt. Galatasaray führt nach wie vor durch zwei Tore von Hakan Ünsal, dem linken Verteidiger, und durch Fatih, den rechten Verteidiger, durch Tore in der 34. und 38. Minute. Also ein Doppelschlag praktisch. Auch das Profimädchen, man schießt den am Boden liegenden Gegner noch einmal fest auf den Körper. In diesem Fall war es Hakan Ünsal, der Torschütze zum 0:1 gegen Wimmer. Sehr unsportlich. Es war ein klares Foul und dann wird Wimmer noch angeschossen. Der hat niemandem was getan. Wieder ein derbes Foul. Diesmal Okan. Und das gibt Geld für ihn. Aber das war eine glatte Sache. Es haben die Türken gar nicht notwendig, dass sie jetzt so reinsteigen und sich so unsportlich benehmen. Ja, keine Frage. Gelb mehr als verdient. Lakonikakis. Zu kurz. Sabo, man muss aufpassen, die rücken schnell auf. Noch einmal der Grieche. Ja, guter Flankenversuch. Etwas zu kurz. Tore, guter Pass auf René Wagner. Die Möglichkeit zum Anschlusstor, aber es gelingt nicht. Wimmer. Tobe. René Wagner, das wäre es gewesen. Jetzt hätte Rapid und sich selbst helfen können. Aus dem Schlamassel zum Teil herausführen können. Ein Anschlusstor wäre wichtig, dann steht es unentschieden. Dann kann man mit Unentschieden kann man auch in Istanbul noch was anfangen. Schießwald jetzt gegen Hakan Şükür. Niemand ist mitgekommen von Galatasaray. Jetzt Hacı. Ja, vielleicht sollte sich ein Mann wie Wimmer um ihn kümmern. Foul jetzt an Emre von Michael Hatz. Da hat der Schiedsrichter Gnade vor Rechter gehen lassen, denn Hatz hat gleich in den ersten Minuten gelb nach einer Attacke an dem Türken bekommen. Und die Attacke war auch nicht gerade zimmerrein. Hacı wieder. Und die Flanken kommen heute. Scharf und mit Effet und genau. Ja, entweder man kann es oder man kann es nicht. Die Umstellung hat sich bewährt, muss man sagen, bei Rapid. Die Mannschaft jetzt mit Wimmer rechts doch offensiver, mit mehr Möglichkeiten. Natürlich überlegen, auch weil sich die Türken mit der 2:0-Führung doch etwas zurückziehen. Ja,
Hier noch einmal die Chance von René Wagner. Guter Pass von Jens Dove. Der Winkel schon etwas spitz. Aber in der Mitte wäre auch noch Marek Benkser gewesen. Das ist René Wagner. Naja, knapp 25 Minuten hat Rapid noch Zeit, das Resultat zu verschönern. Die Türken machen das sehr geschickt. Sie rücken mannschaftlich geschlossen nach, machen den Raum eng und Rapid hat keine Möglichkeit, ein gezieltes Aufbauspiel zu betreiben. Hauen auch rein, so wie jetzt. Popescu gegen Wimmer, trocken und so. Sabo und schon kommen wieder die Mittelfeldspieler, um den ballführenden Rapidler zu attackieren. Schauen Sie, wie wenig Platz Lagonikakis jetzt hat. Er muss zurückspielen. Hat's. Jetzt hat der Hatschi ein bisschen Angst gehabt. Aber Abspielfehler von Hatz. Naja, und der Hakan Şükür, der kann schon kicken. Vielleicht jetzt. Jetzt ist ein bisschen Raum. Schneller muss gehen. Schneller. Dove fällt über die eigenen Viers. Oje. Wieder Hatschi. Den deckt niemand. Gott sei Dank steht der Hakan Şükür sehr oft offside. Ganz klare Entscheidung, wie man auch in der Wiederholung sieht. Bei Rapid bewegt sich, wenn einer den Ball führt, niemand in Angriff und Mittelfeld oder zu wenig. Und dadurch wird es natürlich schwer, überhaupt jemanden anzuspielen. Die Türken bewegen sich ununterbrochen. Immer geht einer irgendwo in die Tiefe, Gott sei Dank manchmal zu tief, wie wieder Hakan Şükür. Na, es war an der Grenze, aber es war doch offside. Naja, aber irgendwann wird der mal weglaufen. Kann schon passieren. Naja, ist auch ein Kunststück, aber jeder, der Fußball spielt, weiß, wie schwer es eigentlich ist. Wir haben es leicht reden da herum. Pati Terim kann zufrieden sein, der routinierte Trainer, der Assistent im A-Team war, dann das A-Team auch zur EM 96 geführt hat, nach der EM zu Galatasaray gekommen ist und in Folge dreimal Meister geworden ist und sogar das Double gewonnen hat, 96 und 99. Ja, die Türken kontrollieren das Spiel und sind gefährlich. Der Pass auf René Wagner. Hatschi, er ist immer allein. Unglaublich. Schau, was der macht. Schaut, dass der Dejan Savicevic nicht spielt. Ich hätte gerne gesehen, dieses Duell der beiden Spielmacher und fußballerischen Genies. Wie immer. Bei ihm sieht man, was man mit Schnelligkeit und Mut ausrichten kann. Ist hier zwischen zwei Türken durchgegangen. Noch einmal Wimmer. Benkser. Lagonikakis. Noch einmal Wimmer. Ich glaube nicht, dass das Offside war. Ja, aber wenn man in der Kiste ist, wie es so schön heißt, läuft einem das Pech auch noch nach. Da war wieder ein Foul dabei.
Hakan Ünsal arbeitet mit Haken und Ösen, aber Abstoß durch Taffarel. Ja, da steht Lakonikakis. Der hat nicht aufgepasst, mich getäuscht. Minuten noch ungefähr in der zweiten Hälfte. Noch immer durch die Tore zweier Verteidiger, Hakan Ünsal und Fatih, 0:2. Wenn man die türkischen Schlachtgesänge der mitgereisten Fans oder der hier wohnenden Türken mitbekommt, dann kann man sich vorstellen, was einem in diesem Hexenkessel des Galatasaray-Stadions, dem Ali Samiyen-Stadion, was einem dort erwartet. Ich kenne dieses Stadion schon aus dem Jahr 66-67, als ich mit Rapid dort war. Es ist ein wirklicher Hexenkessel zum Fürchten. Emre. Und vergeben hier von Ümit. Hacı hätte an der linken Seite gewartet. Ja, der will auch ein Tor schießen, um seine gute Leistung vielleicht noch deutlicher zu unterstreichen. Er ist der Spielmacher. Nach 60 Minuten hat Peter Persidis, der Co-Trainer von Rapid, festgestellt, bekommt er Schwierigkeiten mit der Luft, stützt dann die Arme in die Hüften und läuft nicht mehr viel. Jetzt dürfte es so weit sein, oder es könnte so weit sein. Aber da die Türken das Spiel kontrollieren, die übrigen laufen, wird wahrscheinlich Hacı drin bleiben. Gerd Grimmer. Abgeblockte Flanke. Wieder von Hakan Ünsal, eine Kampfmaschine, der kleine türkische Verteidiger. Okan. Ja, und zu zweit, Sabo gut aufgepasst im Verein mit Peter Schöttl. Hat ein Tor nur, bitte. Das wird doch möglich sein. Immer. Ein 0:2 wäre ja ganz, ganz aussichtslos für das Rückspiel. Benkser, rechts ist Hatz. Er findet drinnen niemand zum Anspielen. Traut sich vielleicht auch nicht flanken. Sabo noch einmal hinaus, das ist zu weit. Es ist leider alles Stückwerk. Man kann nur hoffen, dass die Leistung Rapids nicht unbedingt signifikant für den Standard des österreichischen Fußballs im Moment ist. Sie wissen ja, Otto Baric ist auch hier als Zuschauer. Er muss für den freundschaftlichen Länderkampf gegen Schweden eine halbwegs starke Mannschaft aufbieten können. Und da sehen wir schon Arnold Wettel, der von Marcel Wolfgang Frey noch eingestimmt wird. Rapid wird auf Offensive setzen, möglicherweise, dass man einen Abwehrspieler herausnimmt, weil er doch nur Hakan vorne ist und ich hat Hacı immer weiter vorne stehen bleibt. Und den muss man sowieso aus dem Mittelfeld decken. Jetzt ein Wechsel. Mit der hohen Nummer 67 kommt der Spielmacher aus dem letzten Meisterschaftsspiel. Tugay Kerimoğlu. Pardon. Ergün Pembe. Auch einer, der zuletzt noch in der Meisterschaft in der Grundaufstellung war. Und aus dem Spiel geht mit der Nummer 33 Hakan Ünsal, glaube ich, oder? Na, es ist der Mann mit der Nummer 7. Der Hakan Ünsal hat sich nur was zum Trinken geholt. Okan Buruk. Und da haben wir schon Ergün. Ein Mann, der normalerweise auch in der Grundaufstellung zu finden ist. Und jetzt Arnold Wettel statt Michael Hatz. Wimmer geht offenbar wieder zurück. Benkser an der rechten Seite gemeinsam mit Jens Dove. Noch eine Umstellung in der Rapid-Formation. Ja, diskutieren wir drüber.
war es nicht gut, wie immer weiter vorne zu haben. Den einzigen, der schnelle Durchbrüche machen kann. Jetzt spielt er wieder in der Abwehr. Freund. Gegen Suat. Dutke spielt jetzt auf Lakonikakis. Das Fersal von Lakonikakis wäre für Vettel bestimmt gewesen. Geschicktes Foul hier von Hatschi. Eine Viertelstunde noch zu spielen und die Rapid-Fans, die halten zu ihrer Mannschaft. Jetzt wird die Rapid-Viertelstunde traditionellerweise eingeklatscht. Hoffentlich bringt es auch was. Wieder Foul von Hakan Ünsal. Der rührt ganz schön um, der Mann mit der Nummer 33. Vettel. Wimmer ist jetzt ganz allein, muss was probieren. Hat noch von Örgün eine mitbekommen nach dem Abspiel. Aber da schaut der Schiedsrichter meistens nicht mehr hin. Tove. Gute Flanke auf den kleinen Benkser. Aber ein türkischer Kopf war da noch dazwischen. Gute Flanke von Jens Tove hier noch einmal. Und Fatih zur Ecke. Der erste Corner für Rapid ist auch irgendwie bezeichnend. Ja, und ähnlich wie Hatschi probiert es Lakonikakis auch direkt. Eckball jetzt Nummer 2. Noch Adam Riese. Noch einmal der Grieche. Kommen alle Türken raus. Ganze Mannschaft. Man muss jetzt allein gehen, weil sonst ist es offside. Oder die Türken haben den Ball. Wimmer. Gut gesehen, kein Offside. Lakonikakis, der hat die Möglichkeit. Noch einmal. Und genau auf Taffarel. Mein. Schade. Naja, zwei Chancen hätten wir gehabt. Einmal durch René Wagner und dann eben jetzt durch Lakonikakis. Aber es ist beide Male nichts geworden. Und Lakonikakis hat natürlich, das muss man erwähnen, auch ein bisschen Pech gehabt mit einem Heber an die Stange. Wieder Freistoß jetzt für Rapid, die Entfernung wieder recht günstig. Noch ein Wechsel jetzt bei Galatasaray Istanbul. Aus dem Spiel wird Hakan Şükür gehen, der von Şişvar sehr gut bewacht worden ist. Sehr oft auf Seite gestanden, der Torschützenkönig der türkischen Liga. Und an seiner Stelle Arif, den wir eigentlich vom Anpfiff an als zweite Sturmspitze neben Hakan Şükür erwartet haben. Mann mit der Nummer 6, also jetzt im Spiel, bin eigentlich, ob er Angreifer spielen wird, nehmen aber an, dass er den Platz von Hakan einnehmen wird. Lakonikakis. Gut abgefälschter, bisschen zwei. Von hier aus schon, das würde sich der Ball ins Tor senken, aber Eckball. Der dritte. Jens Tove wird ihn zur Mitte geben. Guter Kopfball hier von Günther Schiswald. Kopfballstarke Innenverteidiger Rapids. Er hatte auch bei der Austria das letzte Tor erzielt, lange Zeit
in der Statistik für die Wiener Austria gegen Rapid. Setzt sich hier sehr gut ein, aber dem vermöde ich sagen Pech. René Wagner zu seinem Landsmann Marek Benkser. Tobe. Freund, na vielleicht geht's einmal noch. Sabo. Für Wettel. Ja, guter Versuch mit links zu flanken. Und Taffarel steht gut, reagiert gut. Man hat gesagt, er ist vielleicht ein Schwachpunkt, aber bis jetzt, muss man sagen, ist er auch eine Stütze seiner Mannschaft. Gut gemacht von Oliver Freund. Die Kondition stimmt bei Rapid. Da kann man gar nichts sagen. Die Mannschaft macht jetzt Druck, greift an mit dem Mut der Verzweiflung. Benkser. Noch ein Wechsel. Fatih Terim, der Trainer, tut ein bisschen Zeit schinden. Das ist sein gutes Recht. Aus dem Spiel nun Emre mit der Nummer 5. Und an seiner Stelle Ahmet Yildirim, kommt der türkische Familienname, also Ahmet statt Emre. Knapp 8 Minuten noch in diesem Spiel. Hier noch einmal die Chance, die bei Oliver Freund ihren Anfang genommen hat. Aber Taffarel steht richtig. Mitte. Jetzt hat sich einmal Rapid, ich wollte schon sagen, gut gelöst aus der Umklammerung, doch nicht. Hatschi steht jetzt nur mehr vorn rum, neben Arif, der zweiten Sturmspitze. Gut gemacht von Tobe. Lakonikaki spielt jetzt fast auf gleicher Höhe mit René Wagner, Sturmspitze. René Wagner gegen den 33er. Der ist ein harter Bursche. Hakan Ünsal. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Körpereinsatz von Hakan Ünsal. Ja. Zu Beginn hat er die Arme angelegt, dann hat er es natürlich ein bisschen ausgefahren. Spiel geht weiter. Aber der Mann setzt seinen Körper gut ein, ist sein gutes Recht als Verteidiger. Fehler von Sabo durch das Vorchecking der Türken. Suat, ui, auch ein Türke kann daneben hauen. Gefährlicher Schuss von Erkin. Naja, die Zeit läuft und Rapid gelingt es nicht, wenigstens ein Tor hier zu erzielen. Die Mannschaft hat aber Moral bewiesen, hat weitergekämpft. Aber man hat die Unterschiede im vor allem läuferisch, sicher auch lauftechnisch taktischen Bereich doch gesehen. Die Türken nützen jede Möglichkeit, machen die geschickteren taktischen Fouls. Sie sind um diese Nuance cleverer, schneller und auch kaltschnäuziger. Ihre Chancen haben die Spieler von Galatasaray eiskalt genützt. Und eines noch, bis jetzt haben sie in der Abwehr keinen Fehler produziert, Rapid, aber einige.
So, die letzten 5 Minuten brechen an. Vielleicht geht es doch noch. Eine Korrektur des Resultats wäre schön. Naja, mit dem hat Taffarel keine Mühe. Es ist alles ein bisschen umständlich, ein bisschen langsam, ein bisschen zu wenig einfach. Rapid muss in die Breite und muss zurückspielen, weil vorne wird wirklich gedeckt, sofort attackiert. Immer versuchen die Spieler von Galatasaray einen Mann mehr, um den Ball zu haben. Und die Innenverteidiger Popescu, der alte Haudegen, und Deute Fuchs und Capone rücken mit ihrer Abwehr immer wieder auf und machen den Raum eng. Und Rapid kann sich einfach in der Offensive nicht entfalten. Guter Einsatz von Vettel. Noch einmal Wimmer, knapp 4 Minuten noch. Wieder Fehler. Ergün. Hatschi wieder allein. 4 Meter rund um ihn. Niemand, und das verstehe ich nicht. Rekapitulieren wir die Tore, beide von George Hatschi eingeleitet, dem Mann, der etwas angeschlagen mit einem Kniestrumpf spielt, der beim ersten Tor den Ball zu Emre geleitet hat, dieser dann herrlich Hakan Ünsal freigespielt hat. In dieser Phase war Fatih Terim, der Trainer, schon an der Outlinie, weil Rapid wirklich Druck ausgeübt hat, so rund um die 30. Minute. Und er hat auch beim zweiten Tor Peter Schöttl zu einem Fehler geradezu provoziert, hat ihm den Ball aus vollem Lauf in den Rücken gespielt. Schöttl-Spatzer hat dann Fatih, der andere Verteidiger, zum 0:2 ausgelöst und sie erst später zugeschaltet haben. Und verdientermaßen, muss man sagen, führt Galatasaray, der erfahrene Champions League Gruppenteilnehmer der letzten 3 Jahre, verdient führt Galatasaray 2:0 gegen Rapid. Die Mannschaft wird schwer haben im Rückspiel. Dort braucht Galatasaray nur das Nötigste zu tun. Und Rapid hat Schwierigkeiten, wenn die Mannschaft das Spiel machen muss oder bestimmen soll. Schön gespielt von Benxer. Tove, wieder ein Stoppfehler. Der Herbert Weber scheint auch schon resigniert zu haben. Kurzes Resümee haben wir gezogen. Die Türken cleverer in den entscheidenden Situationen, auch sicherer beim Abschluss. Und der Mann hat das Spiel von Galatasaray bestimmt, der rumänische Teamspieler. George Hagi hat jetzt wieder aufgelegt für einen seiner Kameraden. Und zwar für Ümit aus dem Mittelfeld, der nach vorgeprescht. Auf diese Art oder so ähnlich sind auch die Tore zur 2:0-Führung gefallen. Noch einmal Eckball für Galatasaray, die bestimmende Mannschaft in diesem Spiel. Der 7. Fürs Rückspiel muss man schwarz sehen. Man kann sich nicht vorstellen, dass Rapid auswärts noch dazu den Spieß umdrehen kann. Hier die doch etwas zerdrückt und bedrückt ausschauende Trainergilde von Rapid. Bleibt vielleicht ein Trost, dass man doch im UEFA-Pokal weiterspielen kann. Vielleicht hat man da mehr Glück. Aber bleiben wir bei dem Standardsatz, dem fußballerischen. Aus ist erst, wenn alles zu Ende ist.
Dieses Spiel ist bald zu Ende. Es dürfte bei diesem 2:0 für Galatasaray Istanbul den Meister der Türkei, der insgesamt 13 Mal Meister war, zuletzt wie gesagt dreimal hintereinander, dürfte dabei bleiben. Wieder ein Fehler aus dem Mittelfeld. Oliver Freund war es ja, der durch einen Patzer im Mittelfeld auch indirekt an einem Tor beteiligt war. Wieder Hatschi, wieder stundenlang nicht attackiert. Geht vorbei an Schöttl und macht ein herrliches Tor mit rechts. Und das unterstreicht den Klassenunterschied zwischen Rapid und Galatasaray. Wie wenn es von einem Regisseur inszeniert worden wäre. Georgi Hatschi schießt Rapid in den Champions League Keller. Wahrscheinlich aus der Champions League. Mit einem super Tor zum 3:0. Wird hier stundenlang nicht angegangen, kann machen, was er will. Zum zweiten Mal geht ein türkischer Spieler an Peter Schöttl vorbei und mit rechts schubst er über Ladislav Meier hinweg. Wenn es ein Rapidler wäre, der das macht, würde ich jetzt unglaublich applaudieren und fairerweise applaudiere ich jetzt auch. Ich hoffe, es geht Ihnen auch so, trotz unserer Enttäuschung. Hier muss man Georgi Hatschi wirklich applaudieren. Ein super Tor eines genialen Fußballers. Bravo. Und im türkischen Sektor steht man, hat ja durchgespielt. Nichts war es, dass er das rote Laternl brennen hat lassen, wie Peter, oder leuchten hat lassen, wie Peter Persidis es angekündigt hat. Er hat 90 Minuten durchgespielt und er hat faktisch in der Schlussminute das Typferl aufs I gesetzt mit einem Traumtor. Aber man hat ihm es leicht gemacht in der Vorbereitung. Man hat diesen Klassefußballer hier nicht attackiert und man konnte ihn auch während der gesamten 90 Minuten nicht kaltstellen, hat keinen Sonderbewacher abgestellt. Und da wird sich Heribert Weber in dieser Richtung doch einige Fragen von den Journalisten gefallen lassen müssen. Die Rapidler haben getan, was sie konnten. Mehr, muss ich ehrlich sagen, war nach den gezeigten Leistungen bisher in Meisterschaften der Europacup nicht drinnen. Man war etwas zu langsam, etwas zu wenig spritzig, etwas zu wenig cool. Und in ein paar Situationen, wie es immer so ist, wenn man im Brindel ist, dann hat man auch kein Glück. Aber das Glück haben die Tüchtigen, in dem Fall die Spieler von Galatasaray. Das Spiel ist aus. Sie haben alles gesehen, wenn Sie die 90 Minuten mit dabei waren, meine Damen und Herren. Eins noch vielleicht, wie sehr sich die türkischen Spieler eingesetzt haben. Foulstatistik 22:7 für die Türken. Auch hier haben sie Rapid niedergemäht, sozusagen. Die